Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Micmap mit dem Leo. Hi, na? Leo? Werner? Wie geht's dir denn? Gar nicht mal so gut. Oh je, was passiert? Ich weiß auch nicht. Okay. Gestern war irgendwas Merkwürdiges mit der Tonspur passiert. Da war Musik drauf. Ich weiß aber nicht, woher die kommt. Also ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Man muss ehrlicherweise sagen, dass der Leo momentan relativ viel streamt. Also streamt ja fast jeden Tag jetzt, ne? Ja. Und ja. Kann schon mal passieren. Ja, also war, ja, die Tonspur für die Musik, die eigentlich nicht in die Aufnahme reingehört, war halt noch aktiviert gewesen vom Stream her. Und dementsprechend ist wahrscheinlich in der gestrigen Folge jede Menge GEMA-Musik drauf. Und ja, das wollen wir nicht. Dementsprechend kann sein, dass die Folge erscheint, kann sein, dass sie nicht erscheint. Wenn sie nicht erscheint, wisst ihr, warum nicht. Weil da halt einfach zu viel von der Tonspur weggeschnitten werden müsste. Als dass das noch funktionieren würde. Ja, ansonsten, ich habe auch, glaube ich, nichts weltbewegend Großartiges erzählt. Ja. Ich meine, ich habe einfach nur an der Standardernte weitergespielt. Ein paar Felder neu angesät, das gemacht, dies gemacht, ne, aber ansonsten eigentlich wirklich nur Standard weitergespielt. Und nichts Weltbewegendes? Nein, also keine neuen Traktoren gekauft, keine neuen Drescher gekauft, nichts okay. Nix in dieser. Hast du Feld 2 jetzt schon gekauft, endlich? Nein, ich habe kein Geld dazu. Hä, hey, du hast doch 200.000 gehabt. Ja, aber das Feld kostet mehr als 200.000. Hast du die 200.000 noch? Ich habe die 200.000 noch, ja. Müsst ihr mir die geben? Ich brauche die gerade. Oh, okay, klar. Ja? Ja, ja, würdest du nie im Leben machen. Doch, klar, würde ich sofort machen, wenn du sie mir mit ja. 400.000 Zinsen zurückgibst. nein. Okay. Das ist etwas, Leo, das wird einfach nicht passieren. Ja, aber Werner, wenn du etwas von mir willst, musst du halt ein bisschen entgegenkommen. Ich erwarte ja nicht viel, aber ein bisschen so doppelte Prozent. Ich würde dir deine Micmap voll beschriften. Okay. Für 200.000? Das ist schon verlockend für den Leo, das ist eine Sache, die der Leo nicht sehr gerne macht. Ja, tatsächlich verstehen das manche Menschen einfach nicht. Wenn du 5 oder 6 Folgen am Tag beschriften musst, dann hast du nach ein paar Tagen einfach keine Lust mehr dazu. Ja, ist so. Das ist halt einfach so. Das kann man auch ganz offen und ehrlich sagen. Also, ja. Weiß ich. Weißt du, du musst ja auch für jedes Video einen Titel einfallen lassen. Du musst das Thumbnail individuell konfigurieren. Das geht nicht in 2 Minuten. Das ist es einfach nicht. Ja. Da hat der Werner leider recht. Aber ja. Ja, gut. Mittlerweile habe ich einen Trick gefunden. Wir können da später mal drüber schnacken. Ja? Du kannst tatsächlich, wahrscheinlich weißt du das schon, mehrere Videos auswählen und denen gleichzeitig Text zuweisen, weil die Texte sind ja die gleichen. Texte sind aber das kleinste Problem, ganz ehrlich. Ja, aber du kannst dann für alle Videos zack und fertig machen. Ach so. Zack, bumm, fertig. Für die ganzen Videos zack, bumm, fertig gemacht. Heißt das zack, bumm, fertig? Gibt es diese Funktion bei YouTube? Zack, bumm? Ja, die heißt so, tatsächlich. Okay, geil. Ja, ne? Alter, ich habe die größten Probleme hier mit meinem Häcksler. Ich weiß nicht, warum. Okay. Weißt du, was mir gesagt wurde, was ich dir sagen sollte? Nein. Du sollst ihn vielleicht im Kreis fahren lassen. Genau das ist das, was ich nicht wollte. Jetzt hat er noch 2 Bahnen, das schafft er jetzt auch noch. Tatsächlich hat es bei dir besser funktioniert mit dem Don, ne? Bei dem großen Feld da, 64? Ja, bei dem 64, glaube ich, war das. Das geht, ja, tatsächlich ist das ganz okay. Bis jetzt. Du hast mir irgendwas. Nee, du hast mir das nicht verschwiegen, aber ey, Leo, also Mist bringt ja richtig Geld. Ja, ist okay, ne? Alter Falter. Ist okay. Okay, ja. Ja, kann man machen. Für Leo ist das Peanuts, für mich ist das der pure Reichtum hier. Nee, das tatsächlich war das am Anfang, das in den Kompost da reinzuwerfen, absolute Schnapsidee gewesen. Ja. Weil für den Kompost, erstens musst du dafür noch Treibstoff kaufen, damit das läuft. Ja. Und so nicht jetzt, also das war eigentlich total Brain. AFK. Brain Hot war es nicht, okay. Ja. Naja. Okay, Leo, willst du noch was sagen, oder? Nee, also wie gesagt, ich möchte mich einfach nur entschuldigen, falls die Folge gestern nicht erscheint, ist das halt aufgrund von technischen Schwierigkeiten nicht mehr möglich gewesen, das so irgendwie zu manipulieren, sodass das wirklich mit der Tonspur noch halbwegs was Brauchbares gibt. Aber ich kann sagen, der Leo hat nicht gecheatet, weil wir nehmen diese Folge genau danach auf und da waren keine 10 Sekunden, ne? Also Leo hatte gar keine Möglichkeit, irgendwas zu cheaten. Ja. Also, brauche ich auch nicht, wofür? Also. Ne, ich sag's nur, weil es gibt immer wieder Leute, leider, die ich in Kommentaren gesehen habe, die darauf hinaus wollen, dich irgendwie in ein schlechtes Licht zu stellen. Oh nein, wie furchtbar. Ja. Kann ich gar nicht nachvollziehen, dabei bin ich so liebenswert. Diese sogenannten Hater. Ja.
Leo, du hast Hater. Ja, ich weiß, aber du nicht, aber ich habe auch welche, die zumindest positiv noch zu mir stehen. Das stimmt. Das sind deine Fanboys aus dem Stream. Tatsächlich ist das so, ja. Nee, ist ja nicht schlimm dran. Nee, super. Also ich finde das echt cool, wie sich das hier entwickelt, muss ich sagen. Nicht alles. Ja. Also die angesprochenen Hater, gut, um Gottes Willen, die werden halt immer da sein, ne? Ja, klar. Da kannst du nichts machen. Aber so, wie sich das hier bis jetzt entwickelt, finde ich das wirklich sehr, sehr, sehr cool. Muss man ja offen ehrlich mal zugeben. Ist aber auch eine gute Basis für den 17er dann, glaube ich. Tatsächlich, ja. Könnte das wirklich sehr interessant werden alles. So, du bist unter... Es haben auch schon Leute gefragt, ob wir das Mi'kmaq-Projekt in den 17er reinziehen, Leo. Ja. Das ist eine sehr, sehr schwierige Sache. Ich kann es nicht beantworten tatsächlich, weil... Ich will es auch nicht beantworten. Weil wenn wir das jetzt sagen, wir machen das, ja, ne? Ja, ja, ich weiß. Und dann kommt LS17 wird mal der Obershit werden. Kann sein, ja. dass das passieren wird, ne? Ich will das jetzt nicht ausschließen. Ja, ja. Dann haben wir einfach keinen Bock mehr auf das Spiel hier. Genau. Genau so ist es. Und dann sind wir aber dazu gezwungen, das zu machen, weil wir ja versprochen haben, wir machen das weiter. Und dann werden die Folgen gar nicht mal mehr so cool werden, weil wir das dann nicht mehr machen, weil wir das wollen, sondern weil wir das müssen. Das merkst du halt richtig. Das ist so. Das haben wir halt bei der Tungsdorf auf die schmerzliche Art und Weise gelernt. Genau. Und dementsprechend werden wir das nicht mehr machen. Aber Leo, weißt du, was ich gesehen habe? Nee, aber du verratest mir. Wir haben nächste Woche, glaube ich, die letzte Woche auf der Enns. Ja, willst du das schon verraten, dass wir das mit 100 beenden wollen? Oder ja, wahrscheinlich doch. Die Leute muss man langsam darauf hinführen, hast du mal zu mir gesagt. Okay. Da hast du recht. Man kann nicht einfach so bam und ich nicht mehr. Ja. Ne? Also wir werden die Enns, kann man offen ehrlich zugeben, mit der 100. Folge beenden. Wir haben schon sehr viel auf der Enns. Wir haben nicht die größten Maschinen, aber wir haben schon viele gekauft. Kaufbare Objekte gibt es auf der Enns nicht, ne? Nicht, dass ich wüsste. Ich glaube nicht, ne? Genau. Wir haben Häcksler, wir haben Drescher, wir haben sehr viele Hänger, wir haben eigentlich alles das, was man haben kann, haben wir. Natürlich könnte man jetzt alles noch in groß haben, ne? Aber macht keinen Sinn auf der Enns, ganz ehrlich. Guck euch mal die Wege an, da kannst du komplett nicken. Genau. Wir werden jetzt noch für das Sahnehäubchen ein bisschen Forst machen nächste Woche, haben wir gesagt. Aber das war's auch schon. Ja. Und einfach gemütlich ausklingen lassen. Genau, dann kann man uns ein bisschen entspannen. Ja. Vielleicht bringen wir dann die eine oder andere Folge von den Streamcuts ein bisschen mehr um 12 Uhr, damit das halt nicht wegfällt. Müssen wir mal schauen, ne? Müssen wir mal gucken, weiß ich nicht. Aber Leo, ich muss hier weiterarbeiten tatsächlich. Ja, ach so, hast du Pause gemacht, ganze Zeit? Nein. Da wollte ich gerade sagen. Alles klar, Leo. Nein, ich bin nicht der Moralapostel hier. Das ist richtig. Ich wünsche dir viel Spaß, Leo. Jo, auch so. Also nochmal meinerseits, es tut mir wahnsinnig leid, dass das halt so schief gelaufen ist, letzte Folge. Das ist halt ein Tastendruck, den ich machen muss, dann ist die Tonspur im System, in der Aufnahme drin, und ein Tastendruck, den ich nicht machen muss. Und normalerweise, ja, nehmen wir eigentlich selten nach den Streams noch Sachen auf. Nein, das ist falsch, wir nehmen eigentlich schon sehr viel auf. Ja gut, ich habe einfach einen Bock gemacht und dann habe ich einen Fehler gemacht und dann ist das halt einfach so. Kann ich leider jetzt nicht ändern. Ja, der wartet jetzt irgendwie an jedem Punkt, ne? Habe ich so das Gefühl. Es ist jetzt nicht unbedingt was Schlechtes, aber... Oh, jetzt, was ist jetzt hier? No, warte, mein Freund. Warte. Hallo. So, wo waren wir denn hier? Du hattest hier nichts zu tun, ne? Und dann fahren wir da jetzt mal hin. Gucken wir mal, was wir da kriegen. Lass uns mal gucken, was haben wir im Lager? Wir haben Raps für 702 das Liter beim Getreide Werner. Was sagt das Zeiteisen? 58. Jo, das machen wir. Oh, das machen wir. Das machen wir. Ich glaube, das machen wir. Ich glaube, das machen wir. Wir bringen das. Das machen wir. Das ist eine gute Idee. Ja. Wir verkaufen einfach ein bisschen Weizen. Raps. Nicht Weizen. Raps. Das machen wir. Könnt ihr auch den Fliegel nehmen, aber der Fliegel ist, glaube ich, ein bisschen schwer für dieses Gefährt hier.
Von daher werden wir mit diesem Gefährt hier fahren. So, wir haben 10 Minuten. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Habe ich irgendwen vergessen? Der Don ist blockiert. Aber das ist kein Problem. Der Silagehelfer-Guy müsste eigentlich schon unterwegs sein. Der Weizen-Typi, der ist gerade am Ausladen. Du bist gerade arbeitslos, okay. Und Fahrer entlassen, ja. Gut. Und du? Bist du aus? Habe ich dich ausgemacht? War ich so klug? Ja, ich war so klug. Silage hast du wieder geladen, okay. Sofort abfahren. Das checke ich jetzt nicht ganz gerade. Warte mal. Abfahrer. Das müssen wir uns vielleicht... Ja, das gucken wir uns gleich an. Wir müssen das mit dem Verkaufskurs hinkriegen. Das ist wichtiger. Das ist gerade wichtiger. Mit der Mischstation, die ist ja eigentlich voll befüllt. Ist ja nicht so, dass sie nichts produzieren kann, sondern die ist ja eigentlich befüllt. So, okay. So, von hier ungefähr, ne? Noch ein bisschen weiter, so. Zap. Raps hätte ich gerne. Start. Kursaufzeichnung beginnen. So, los geht's. Dann werden wir hier schön eine schöne Kurve fahren. Oh, oh, Menschen, aus dem Weg. Ich muss hier mal vorbei. Huch. Nur Raser hier, du. Das ist ja der Wahnsinn. So. Stoppen. Speichern. Weizenlager. Tu Hof ein. Nein, das ist. Weizenrohr. Nein, auch nicht. Na. Lagerrohr. Lagerrohr. Tu Hof ein. Nimm mir das so. No. Don't do this. So, dann brauchen wir das hier. Dann brauchen wir Hof, du Hauptstraße. Check. Dann von der Kreuzung zum Getreidewerner. Ach scheiße, wir haben einen Landhandel, ne? Wir haben gar nicht Getreidewerner. Kann ich beim Getreidewerner auch, beim Landhandel auch das verkaufen? Raps, Landhandel. Bringt ein bisschen weniger. Beim Getreidewerner bringt das schon am meisten... ja, ach egal. Ist mir egal. So, dann vom... Oder? Oder fahren wir den Kurs ein? Wo ist denn der Getreidewerner? Der ist hier vorne. Das heißt, ich müsste von hier wieder wenden, dahin fahren. Nee, das ist mir zu doof. So, dann Kreuzung zum Landhandel. Ah, check. Vom Landhandel zur Kreuzung, check. Und von der Kreuzung Kreuzung zur Hofeinfahrt, check. Voreinstellen. So, der ist erstmal unterwegs. Gut, hier haben wir 40.000 wieder. Du bist arbeitslos, ne, mein Freund? Du bist arbeitslos, okay. Ja, der ist auch gleich arbeitslos. Ja, ich weiß nicht genau, was machen wir? Achso, mit dir war ich beschäftigt, okay. Dann bringen wir die Silage erstmal da kurz hin. Ist doch Silage, was wir hier haben, oder? Ich glaube schon.
müsste eigentlich Silage sein. Okay, gut. Und dann kommt das wieder hier hin. Und dann kommt das hier hin und macht das 5 Sekunden warten. Und im Wartepunkt. Befüllung der Mischstation. Check. Was auch ein Monsterkurs, ja. Ich verstehe das nicht. Wieso wartet der hier vorne nicht? Befüllung am Startpunkt. Ist das nicht das? Kombinierte Abfahrer beladen am Startpunkt, ja. Eigentlich müsste der das sein. Aber irgendwie hat er keine Lust dazu. Naja, whatever. Ihr seid hier fertig, sagt ihr zumindest so. Ne, ihr wendet. Ah, gut. Aber ich würde sagen, wir machen hier das hier aus. Wo müssen wir denn hin? Hier vorne müssen wir hin. Z-Wendemanöver. Hey, Freundchen. No, no. Ich glaube, du bist falsch. So. Ja, okay, das läuft. Mehr schlecht als recht, aber das läuft, okay. So, der ist dabei. Der ist unterwegs. Der ist auch unterwegs. Der ist am Sammeln. Na gut, der hat es ja fast schon geschafft. Naja, mehr oder weniger. Dann können wir tatsächlich hier für dich nehmen. Die Seemaschine und können da schon mal wieder hinfahren. Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Ruf. Einfahrt zur Feld 115. Nee, zur Feld 35 ist das, ne? Check. Vor der Einstellung. Irgendein JD hat irgendeinen Wartepunkt erreicht. Okay. So, gucken wir mal. Fährt er automatisch weiter? Na gut, er fährt automatisch weiter diesmal. Sehr schön. So sollte es sein. So sollte es sein. So sollte es sein. Ja, Häckselblut. Läuft. Langsam aber sicher, ne? Ist das Feld auch hier bald fertig. Der verkauft das hier gleich irgendwann. Dann kriege ich noch ein bisschen was dadurch eingenommen. Natürlich wird der Preis dann wieder ein bisschen Keller gehen, aber das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Das ist kein Problem. Und das ist halt das, was ich meinte, ne? Eigentlich ist das eine richtig weite Strecke. Aber dadurch, dass wir halt das Feld in zwei Teilen geteilt haben und jetzt schon direkt mit dem Stroh abliefern anfangen konnten, ist bei dem anderen Feld schon die Hälfte runter. Ungefähr an Stroh. Gut, jetzt kommen die richtig breiten Bahnen, die bringen halt nochmal gut was an Stroh rein. Aber im Großen und Ganzen ist das schon gar nicht mal schlecht, wie das jetzt da aussieht. Würde ich mal sagen. Sagen, dass das so ist. So, die machen hier Quatsch, die wenden mal ganz merkwürdig. So, ich gehe mal kurz bei meiner Mischstation vorbei, gucke mal, wie das da aussieht bei dir. Mischstation, alles drin, wunderbar, 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 richtig, richtig gut. Das funktioniert so, wie es funktionieren sollte. Nun lassen wir die noch mal kurz fahren. Habe ich noch irgendeinen Traktor irgendwo am Hof? Was macht der Kleine? Der Kleine verkauft... Ach, der Kleine verkauft das da, ne? Der Kleine, der verkauft das da, ja. Gut, ja, aber ist egal. Gut ausgewichen.
Gut, wir sind mit der heutigen Folge fertig. Wenn sie euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns hoffentlich zur nächsten Folge wieder. Macht's gut, haut rein, ciao, ciao.